Da sind wir auch wieder zurück. Viel schneller als gedacht. Gut, passt jetzt eigentlich der Spielsound soweit? Wie gesagt, ich muss mich immer noch für meine Stimme entschuldigen. Die ist nämlich ganz schön im Eimer heute. Weiß gar nicht, wie das herkam. Ich hatte irgendwie Dienstag Halsschmerzen und am Laufe des Tages hat die einfach nur ultra abgekackt. So, ja. Selten dämlich. Wir hätten locker die ganzen Klamotten mitnehmen können. Ihr seht ja, was die an Geld bringen. Tausender. Ach nee, das ist ja Aufbewahrung. Ich würde die aber verkaufen. Wie ging verkaufen? So. Das ist ja die Aufbewahrung. Da könnte man mal unsere Waffe reinmachen. Die würde ich mich nicht unbedingt mitnehmen. Boden, craften, handeln. Munition, Waffe. Ich würde eigentlich verkaufen. Tja, so ein, zwei Spiele sind hier auf dem Server. Alter, bin ich dumm? Wie ging verkaufen? Guck mal, der nimmt nur Ditte. Das war's nicht. Ach, mit Rechtsklick. Okay. Alles meins. Nein, ich bin nicht frech. Hier, können Sie wieder haben. Hey, den schmeiß nicht rum, Alter. So. Die ist Schrott. Die können wir verkaufen. Die nehmen wir mit. Geld bleibt hier. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was über. Munition gucken wir einfach mal. Guck mal hier, ne? Jetzt sind die 100 Schuss. Waffenwerkzeugsatz. Ja, können wir erstmal aufbehalten. Granate brauche ich auch noch nicht. Die wird man verkaufen. Ein Tausender, alles easy. So, ein bisschen Platz sparen. Ich muss aber auch kein Mensch eigentlich. Solange wir noch Platz haben, nehmen wir das natürlich mit. Okay. Ja, jetzt weiß ich nicht, was die hier machen. Kann natürlich sein, dass die jetzt einfach mir hinterher rennen und uns killen. Ne? Weil sobald du außerhalb der Zone bist, dann bist du halt tot. Naja. So überlegt, ich hätte ja zu gerne diese Mission da mitgenommen. Aber hier ist ein Event. Seht ihr das gerade? Das ist gerade gewandert. Das heißt, wir laufen durchs Event zu dieser kleinen Mission. Das ist vielleicht nicht gerade ratsam. Gerade nicht, wenn die ja so hin und her laufen. Oder wahrscheinlich uns raus. So mehr oder weniger. Wir können ja quasi beobachten, wo die denn laufen. Ja, das ist halt das Event, ne? Das muss aber auch relativ neu sein. Ja, guck mal, da kommen sie schon. Ich weiß auch nicht, was es da dann zu sehen gibt. Hier, guck mal, Basis Raid entdeckt. Noch mehr Spieler. Und das, guck mal, das Wand ist schon wieder gewandert, ne? Wenn wir Glück haben, können wir uns da einfach rausschleichen. Das wäre natürlich günstig. Obwohl ich mich mit den beiden Waffen relativ unsicher fühle. Das ist so ein typisches Zeichen hier, dieses Hin- und Herwackeln mit, du bist freundlich. Weiß nicht, ob ihr das schon kanntet, so aus den Spielen. Wir sind noch mehr Spieler. Und hier wird es halt fies halt, ne? Aber der hat sich jetzt da drin versteckt wahrscheinlich. Wartet, dass einer rausläuft. Und nicht umsonst würde er sich jetzt hier verstecken. Ich glaube, auf der letzten Ecke hier, irgendwo hier hinten, kannst du dich verstecken und dann die Leute abknallen, was
ultra dumm und fies ist. Aber ne, wir können ja warten, wir haben ja Zeit. Es ist 19 Uhr, wir könnten ja auch einfach 2 Stunden warten. Guck mal, da ist er. Seht ihr den? Ja, ist halt dumm. Ja, ich werde nicht weggehen. Das finde ich halt ein bisschen schade, ne? Dass man keine Karenzzeit hat dafür. Dass man zum Beispiel sagt, okay, ich muss das Safe und hab dann nochmal 10 Sekunden. Wo ist der hin? Ist immer noch auf seiner Ecke? Wird natürlich jetzt ein Bogen laufen. Oder wir laufen halt in diese Häuserecke rein. Ich glaube nicht, dass seine Schüsse so präzise sind. Ach, guck mal da. Ist er doch da oben. Komm, wir gehen ihn nochmal besuchen. Tja, alles gut. Okay, der wartet. Wir haben Zeit. Der legt es aber echt drauf an, ne? Könnte natürlich auch einfach direkt auf ihn zielen. Naja, nee, wir laufen mal außen rum. Ansonsten wäre es Quatsch. Es dauert das hier ewig. Naja, jetzt läuft er darin. Okay, nur dann nicht. Wir können in eine ganz andere Richtung gehen. Das finde ich halt so ein bisschen schade, weißt du, dann hast du die Typen, die sowas von gar keine Ahnung haben oder sich dann geil fühlen, dass sie dann so ein Basekill haben. Sollte sich den holen. Ich glaube, vor der Truppe hat er ein bisschen Schiss. Ja, der hat auf mich geschossen. Aber wie gesagt, solange du in der Safe Zone bist, passiert dir nichts. Deshalb mache ich jetzt hier gerade diesen Umweg. Ich laufe jetzt einfach mal ganz, ganz safe hier bei dieser Truppe hinterher. Ach, guck mal, schade, jetzt ist unsere Mission weg. Ah, schade, schade. Wir könnten probieren, Anschluss zu finden bei der anderen Truppe. Vielleicht nehmen die uns mit. Ich weiß nur gerade nicht, was Mikrofon ist. Hier Voice umschalten. Truppenshit, globaler Shit. Mit F6 wird man nicht. Also meistens ist es so Tab oder sowas. Ranzoomen. Ah, hier, Watch it. Echt, F6? Hallo? Okay. Mit F6, das ist ja auch pretty behindert. Warte mal. Das legen wir uns mal irgendwo hin, wo wir es gebrauchen können. Oh, wo ist jetzt wieder hin? Da.
Tab. Tab ist super. Was wäre Tab gewesen? Jetzt habe ich es vergessen. Inventar. Ach so, shit. Das bleibt natürlich. Dann machen wir das auf Z. Guck mal, da sind sie überall, ne? Können jetzt versuchen, hier Anschluss zu finden, dass wir da mitmachen können. Wir können versuchen, die selbst auszuschalten, was ich nicht glaube, nicht mit unserem Equipment. Können versuchen, so die Reste zu looten. Tja, quasi in der Priorität. Naja, die haben halt ein bisschen mehr mit, ne? Das merkt man. Wo ich noch nicht ganz verstehe. Ach so, wir sind noch gar nicht da. Wir sind zwar jetzt in diesem Komplex, wir sind aber noch nicht mehr an der Mission. Das könnten wir jetzt probieren. Hä? Alter, eine Kreissäge? Okay, die ist neu. Oh Gott, okay, die haben ein bisschen mehr mit. Ich kann nur hoffen, dass sie uns nicht gleich über den Haufen ballern. Hey, I'm friendly. Hören die mich? Mission abgeschlossen. Please don't shoot. Ja, okay. Sind wir selber schuld. Das war selten dämlich. Okay, dann, wenn die natürlich auf nichts reagieren, wird schwierig. Naja, aber wie gesagt, wir haben halt nichts weiter mitgehabt. Ich glaube, wir können einfach durchrennen und. Und dann unseren Kram holen. Schade. Ich wollte denn ja gar nichts klauen, ich wollte ja nur, weiß nicht, die Reste looten, aber da hätten wir wahrscheinlich warten müssen, bis die raus sind, bis die Kiste leer gelootet ist oder irgendwie sowas. Oder ich habe echt die falsche Taste, aber ich glaube, ich habe es auf Z gelegt und ich habe auch Z gedrückt. Oder ich bin dumm. Also manchmal bin ich auch ganz oft dumm. Das hat sich nicht gespeichert, ne? Ich muss auf Anwenden drücken. Alles klar. Na, dann ist klar. Dann sind wir einfach selber schuld. Dann haben sie sogar verdient, dass sie mich nochmal erschießen. Für meine Dummheit. Ja, sind wir gleich da. Das ist aber auch echt verwirrend. Können die nicht einfach
Ja, ich lege das um, dann drücke okay und dann ist gut. Wenn man dieses extra anwenden drücken und so ein Scheiß, Alter. So, jetzt können wir es nochmal mit Voice Chat probieren. Hey, please don't shoot. I'm friendly, I just want to loot my corpse. I just want to loot my corpse. Ja, sehr nett. Ja, okay. Lass uns was anderes machen. Ich glaube, das ist ein bisschen verloren. Guck mal hier, krass neue und da ist eine leichte Mission. Dann machen wir die nochmal. Aber zwar wieder am bloßen Messer, aber. So, die Richtung. Und wir wollen erstmal nach Krasno hier, ne? Ach, das ist der Einstiegspunkt von Krasno hier. Okay. 1 Kilometer weit weg. Tja, das weiß ich nicht genau. Ich glaube, die gesagt, ja, schön, dass du zu deiner Leiche willst, dann hast du noch eine oder irgendwie sowas. Das war jetzt leider nichts Sinnvolles. So, man hat ja gesehen, dass ich nichts hab, ne? Egal. Ist halt ein hartes Spiel. Darf man nicht ganz vergessen, ne? Okay. Pistole suchen, würde ich sagen. Weiß nicht, gerade in solchen Häusern liegt ja meistens noch was rum. Wo das natürlich ganz schön, also sehr, sehr leer ist. Also mit dem Messer braucht man nicht versuchen, in eine Mission reinzugehen. Das ist auch nicht aktiv. Aha. Da siehst du. So, das war jetzt wieder weit weg. Er hat auch eine ganze Ecke. Okay. Könnte man theoretisch noch ein zweites Haus mitnehmen. Okay, grob die Richtung runter. Dann ist das nämlich der Rest, das krass neue. Meck, 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 meck. Also die Erdeln sind neu, habe ich gehört. Das sind wohl die ersten Tiere, die so mit ins Spiel implementiert wurden. Also wenn ich es richtig verstanden habe, kannst du sie sogar schießen. Und zum Craften nehmen und ganzen Kram. Aber bisher ist hier nur wenig Crafting notwendig. Dadurch, dass du ja fast alles finden kannst. Klar, du kannst eine Basis bauen und dein eigenes Haus. Macht aber auch nur Sinn, wenn du deinen eigenen Server hast. Ansonsten ist nicht ganz so schlimm wie in Rust, aber. Okay, nehmen wir das Haus noch mit und dann da Richtung Mission, das ist dann da lang runter. Und was Waffenmäßiges würde ich gerne schon mitnehmen wollen. Wenn es eine zweite Pistole ist, dass man eine Ausweichwaffe hat. Vor allem wir haben jetzt 8 Schuss plus 13, ist jetzt nicht das meiste. Okay, wegen Munition. Oh, jetzt eine Kippe, Alter. Okay. Könnte ich mir direkt anmachen.
Das könnte ich auch, aber ich will meine Stimme da nicht überfordern. Was haben wir hier noch? Kram. Braucht kein Mensch. Also noch nicht. Wie gesagt, den ganzen Kram kannst du ja looten, wenn man in Richtung Crafting gehen will oder so. Dann macht das durchaus Sinn. Ich habe die ersten Schüsse gehört. Vielleicht übt sich gerade jemand an der Mission. Muss mal kurz was gucken. Meine Tochter hat gerade mir zugeguckt hier beim Stream. Super. Hat mir Knutsche gegeben, das ist super. Ja, ich grüße dann mal. So nebensächlich. So muss das sein. Familienunterstützung. Okay, jetzt haben wir einen Dorfkern. Alter, und die Mission ist weg. Ich gehe am Stock, Alter. Okay. Manchmal, wenn ich hier am Wochenvormittag spiele und meine Kleine noch nicht ganz wach ist, dann müssen wir unbedingt immer zugucken. Ich sage, nein, das Spiel ist noch nichts für dich. Aber sie möchte trotzdem. Dann darf ich immer auf keine Leute schießen. Wo wir schon mal The Hunter gespielt haben, also auch im Let's Play und dann, ich weiß gar nicht, da war hier so Hasen und so, die waren in ihrem Bau und Papa nicht auf die Hasen schießen. Und dann so eine halbe Sekunde später, ach, mach die weg. Das ist meine Tochter. Okay, ja. Jetzt könnten wir probieren. Wieder laufen wir in die nächste Stadt rein. Ich denke, auf der Straße wird eh wieder ein bisschen mehr los sein. Wir könnten jetzt Richtung Alexava oder wie das heißt. Das müsste dann in die Richtung sein, richtig? Wir könnten aber auch einfach die 2 Kilometer jetzt nochmal da hochlaufen, aber da habe ich jetzt absolut keinen Bock. Könnten immer noch unsere erste Leiche holen, weil die waren ja so vollgestopft, die beiden Jungs, dass die, denke ich, meine Waffen liegen lassen haben. Okay, das Haus, da gehe ich nochmal schnell rein und dann laufen wir mal Richtung Mission. Da lag irgendwas. Was geht, Mensch? Kein Mensch braucht. Weil wir müssen nämlich so langsam auf Ernährung achten. Es wird nämlich schon wieder wenig. Laufe ich richtig? Nee, natürlich nicht. Okay, der Schuss war relativ nah. Ach da! Oh nein! Oh nein, 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 oh nein. Ich habe gerade gesagt, ne, zum Glück, oder hoffentlich treffen wir ein paar NPCs. Nein. Nicht mit diesen Umständen. Da laufen sie. Immer noch mal so viel Glück wie letztes Mal werden wir nicht haben. Auf was schießen die?
Warum haben sie aufgehört zu schießen? Ja, Nübi, das sag ich dir. Die können sich aber nicht entscheiden. Kleine Kuschelhasen killen oder nicht? Kuscheln oder ausweiden? Und keine schlechte noch rum. Der klingt nicht wie ein NPC. Dafür bewegt er sich zu clever. Da liegt wieder einer. Unfassbar. So, will er dieses verdammte Glück gehabt haben? Das wieder ein Spieler. Ah nee, das ist NPC. Aber woran ist gerade der andere gestorben?